Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warcraft. Mein Name ist Gredel und neben mir hüpft das Känguru Eska. Hallo Eska. Hallo zusammen. Ja, denk dran, immer schön springen, stimmt schon. Ja. Hüpp, hüpp. So, dann wollen wir mal zu Tonga gehen. Ja, Onga, Tonga. Oder so ähnlich. Können wir nicht eigentlich schon fliegen? Nein. Das fragst du jede Folge. Nein. Ja, weil wir sind immer noch nicht 90 und wir können auch nicht in LFR. So. Ja, weil das Schlimme daran ist ja eigentlich, so als man damals begonnen hat, musste man noch bis 40 warten mit dem Reiten. Mittlerweile kriegst du es ja schon mit 20. Von daher hätte ja sein können, dass du mittlerweile auch mit 20 schon fliegen kannst. Oder mit 17. Mann. Dann und jetzt hör auf zu weinen, du willst auch ein bisschen das Spiel erleben. Also kannst du ja mal zu Fuß gehen. So. Jetzt habe ich es dir aber gegeben. Wie das Spiel erleben. Wenn ich mir das immer so anhöre oder in Foren auch lese oder sowas, möchten die Leute gar nicht mehr spielen. Die Leute wollen einfach nur einloggen und direkt den aktuellen Content Hero Equip in der Tasche haben. Ohne dafür auch nur etwas zu tun. Ja, das mag ja für den einen oder anderen zutreffen, für mich nicht. Nur für mich auch nicht, weil soll ja ein Spiel sein, was mir langzeitig Spaß bringt und nicht nur 5 Minuten, weil dann kann ich auch Tetris spielen. Das stimmt. Aber egal, wollen wir uns nicht über sowas aufregen? Nö. Oh nö. Ach nö. Nee. Ich weiß da halt auch nicht, was sich die Genossen wieder dabei gedacht haben. Wir müssen ja noch hier links weiter rum. Ja, stimmt, da drüben war ja der Aufstieg, ne? Mhm. Und nur nicht unbedingt die Raptoren da pullen. Nö, ich bin immer nicht so für die Gewalt. Ja, das sehe ich. Level 1 Tierchen wehren sich nicht so, das ist was anderes. Außerdem geht es ja da darum, wie gesagt, wir brauchen ja die 50.000 Kills für die Gilde, um das Gürteltier zu bekommen. Jo. So, folgt der Straße, bla bla bla. Ja, Stein ja. Voll bepinselt. Mhm. War doch hier irgendwo. Ach, da drüben. Ja, ich war doch weiter rechts. Ich wusste es doch. Da sieht man mal wieder Höhere auf den Heiler. Ich heile gleich gar nichts mehr. Heilst mich doch sowieso nicht. Oh komm, ich hab dich in der Inni geheilt. Ja, wahrscheinlich als der Kampf vorbei war, so mit einer Heilung. Ja, mehr hast du teilweise auch nicht benötigt. Ich bin ja auch Imbar. Ja, ja. Den Gredel ist so ultra, dass er sogar in der Inni sterben kann. Das musst du den Leuten aber nicht beweisen. Oh, doch. Nein, das musst du nicht. Du hast das so gewollt. Meine Erholung ist vorbei. So ein. Oh, meine auch. Schade. Ich hab das nicht so gewollt. So, fliegst du los? Ja, sehr schön. Ach, Eska muss nochmal neu gehen. Doch nicht. Jo, lass dir Zeit, ne? Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn das olle Viech da im Kreis fliegt. Ja. So. Deswegen sag ich ja, lass dir da Zeit. Komischer Vogel. Wo wir hier mal so rumlaufen, ich melde meine Inni an, ne? Ja, meld an. Wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen und den Leuten was zeigen. Ich denke mal, nur leveln ist für die Leute auf Dauer auch langweilig. Höhle des Wehklans. Ja. Hier habe ich mir damals mein erstes Reitgold zusammengefarmt. Ja, damals war das noch ohne Probleme möglich.
Übrigens mal freundlich guten Tag sagen. Tja, dann gucken wir mal. Du bist in der erste schon halb tot, ich bin noch nicht mal da. Ja, also hier schon Vorpullen ohne Ende. Weil es ist ja nun mal ein Paladin, der kann da sowas. Lassen laufen, lassen laufen. Nein, ich wollte ihm nur mal sagen, dass er seinen Zorn vielleicht ausmachen könnte. Willst du auch echt wissen, ey? Ja, weil das nicht ausschaltet, aber ich spotte jetzt auch nicht, also mir ist das egal. Ich schlaf jetzt eh erstmal. Zehn Platztasche, boah, Wahnsinn. Damals war das immer. Ich warte eigentlich nur darauf, dass der Parler irgendwann tot umfällt. Bisher hat er schon alles Mögliche genutzt, also Gottesschild und sonstiges hat er schon alles verheizt. Hat ja hier seine eigene Bubble. Hier hat er noch nicht eine Heilung bekommen. Dann soll er es machen. Ja, ist eine sehr interessante Inni hier. Oh ja, hier nehme ich die Aggro ab. Das ist okay. Weil mit dem hatte ich auch schon gespielt, mit dem Raptor. Ist eine sehr interessante Inni. Bisher habe ich unglaublich viel zu tun, muss ich sagen. Und hier hinten noch Blümchen füllen. So. Werde ich mal zur Abwechslung auch mal durchgezogen. Ist auch mal was Neues. Mann, ich will dauernd eine Ausschlusswahl machen, aber es geht nicht. Nee, nicht so lange so im Kampf sind. Mal gucken, wie lange er sich selbst heilen kann. Ich warte ja auch bloß drauf. Ach, da hinten ist noch ein Blümchen. Ja, gleich mal doch gleich noch mal einen Chat anschalten, ob der irgendwann mal was schreibt. Ja, ich komme ja nicht mal zum Blümchen pflücken hier. Ja, muss man denn eigentlich haben? 5, glaube ich. Jo. Ich bin jetzt bei 4. Ich weiß gar nicht, warum die hinten eigentlich die Runde gehen und jetzt alles machen. Das weiß ich auch nicht. Sieht man mal, wie immer so ein Paler ist. Der kann sich von ganz alleine heilen. Oh. Das ist ja nichts Unbekanntes. Töte ich hier wenigstens die Level 1 Tierchen. Wenn ich hier sonst schon nichts machen darf. Ajo.
Lass den mal einfach laufen, mir ist das egal. Ah, man macht auch Schatten, Edelsteine und Co. Bedarf. Gut, dann mache ich das auch. Für den Beruf, der noch kommt. Ist ja auch so langweilig. Ein bisschen schon, also. Da hätten wir auch beim Questen bleiben können. Theoretisch gesehen, ja. Da hätten wir den Leuten mehr zeigen können als hier. Das hier, Hunter nimmt Schaden. Na, den könnte ich ja mal heilen. Ja, der passt sich langsam aber sicher den Paladin an. Ich hab bloß den Chat aus, ich krieg gar nicht mit, wenn der was schreibt. Momentan schreibt noch keiner was, ich hab den mal zwischendurch angemacht. Und wollte mal gucken. Jetzt dürfen wir sogar alle auf den Steinchenbedarf. Ist ja interessant. Na klar, wenn der Erste damit anfängt, dann dauert's nicht lange. Das ist ja echt interessant. So. Ich kann jetzt wiederbeleben. Ja, ich kann jetzt Schild, weil... Das ist doch schön. Mir ist irgendwie trotzdem noch sehr langweilig hier. Also irgendwie fand ich die Innis früher mal aufregender. Wo kann ich denn hier nicht looten? Hier gibt's doch keine. Achso, ich habe alles voll, deswegen kann ich nicht looten. Das sind die richtigen Gierköpfe. Upsa, looten. Klar, das blinkt, also muss man looten. So. Das passt schon. Na sicher. Ich mal Kiste aufmachen. Während des Kampfes nicht möglich. Ach, das ist doch wohl. Dann mache ich sie halt auf. Bevor hier einer von den Typen auf die Idee kommt. Von den Tüten? Von den Typen. Also ja, jetzt finde ich mal sehr interessant. Ich bin noch nie so durch eine Indie gezogen worden. Also. So bin ich auch noch nicht durchgelaufen. Aber was ich da nicht verstehe, ganz ehrlich, da kann ja auch einen auf Tank spielen und so durchlaufen. Ja, also, dann brauchen wir doch nicht als DD anmelden. Verdammt. Da hat's geläutet beim Grillen. Hier so in der Form wirklich nichts zu tun. Das ist das ist beim Zuschauen jetzt bestimmt auch sehr langweilig. Ja, das denke ich mal. Aber was willst du dagegen machen? Aber ja, da verstehe ich auch wieder nicht, das, warum die dann nicht sich direkt als Tank anmelden oder so. Aber da kommen ja die meisten dann aus der Begründung, weil es ist ja nur Low-Level, da zählt das ja alles noch nicht so. Das ist das Schlimme daran. Aber, ja. Ich verstehe das dann auch nicht, aber gut. Schade ist halt nur wirklich, dass der Parler so imbar ist, dass der dadurch nicht tot umfällt. Finde ich sehr schade. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen sehr schade. Ich meine, ich bin ja nicht gehässig, aber gegönnt hätte ich es ihm schon. Schon alleine aus Prinzip, weil, ja, wie gesagt, dann soll er sich wirklich als Tank anmelden. Es ist ja jetzt halt nicht so, dass man das sich so eine Rolle ohne Grund wählt. Nee, normalerweise nicht. Also von da.
daher muss ich dann sagen. Na, wenn er so Imber ist, dann kann er hier auch zu zweit oder alleine durchrennen. So ist es ja nicht. Das bleibt ihm ja gegönnt. Nö, das kann er dann ja auch sehr gerne machen, aber so auf die Tour. Der rennt so schnell, den kann man nicht mehr per Ausschlussball rausschmeißen. Nö, aber das stört mich auch nicht. Ich gebe das auf, dann soll er das halt hier machen und dann ist die Sache für mich auch erledigt. So, Handy habe ich zum Glück im Schlafzimmer, nicht, dass das jetzt gleich noch losklingelt. Ja, das Schlimme ist, meistens sind das total uninteressante Anrufe, die dann kommen. Naja, ich weiß ja, wer es war. Ich weiß auch, was er von mir will. Das war dein Herr Vater. Der ist doch krank und der wollte fragen, oder der will bestimmt nachfragen, wann ich heute vorbeikomme, um den Krankenschein abzuholen. Aber eigentlich weiß er auch, dass wir um diese Uhrzeiten Aufnahmen machen. Aber naja, da ist ja wieder die Sache, er selber macht das nicht, also interessiert es ihn ja nicht. Sag ich mal. Ja, ist halt so. Dann haben wir halt nachher ein Klingeln drauf. Ist wenigstens mal was Spannendes in dieser Innen. Ja, das ist. Weil der Pala ist total langweilig hier. Das ist. Aber er hat mehr Angst als Vater Dans Liebe. Also. Der zündet bei jedem kleinen bisschen in allen möglichen Mist. Völlig unnötigerweise. Boah, ich hab's ihm ja nun schon zweimal gesagt, dass er einen Zorn ausmachen soll. Mir ist das dann egal, dann soll er halt Tank machen. Aber das ist halt auch ein Nachteil, dass die Innis zum Teil ganz schön genervt wurden. Ja, früher wäre das nicht gegangen. Nee. Also das merkst du dadurch extrem, weil das ist ja, oder merkt man ja schon alleine daran, dass hier wirklich jeder pauschal einfach losballert und macht und tut. Ja, da sind wir wieder mehr oder weniger beim Thema der ersten Folge mit Klassenlernen und hast du nicht gesehen. Mhm. Du machst halt so schnell so viele Punkte und dadurch, dass dann hier in solchen Innis ja keine wirkliche Herausforderung besteht, und nachher später dann die Überheblichkeit dazu kommt. Ist das teilweise sehr schwierig. Mhm. Redel hat Aggro. Es kommt selten vor, ne? Naja, ich bin halt ein Kacknoob-Tank. Ich hab ja daraus noch nie ein Heal gemacht. Naja, so auf die Tour wie der hier durchspringen, also das ist auch sinnlos. Also. So. Ihr schnell durchraschen wollen, ist eine Geschichte, aber so muss das auch nicht sein. Mir ist das dadurch ehrlich gesagt dann auch egal. Wie gesagt, soll er mittlerweile machen. Lass ich mich jetzt hier durchziehen und dann ist gut und dann melden wir halt danach eine neue Innie an. Sicher. Hat von mir auch erfolgreicherweise bisher noch keine Heilung erhalten. Aber gut, das mit dem Immersein vom Pala, das kennst du ja. Ich erinnere nur mal an den Bosskampf, den wir hatten. Mhm. Feuerrülpser. Ja, schon. Schön. Wo wir ja auch einen epischen Bosskampf erlebt haben, wo ich als Palatank 15 Minuten alleine am Boss gestanden habe, ohne zu verrecken. Ja.
Es war doch mit so vielen die sterben. Wie haben wir denn das damals mit dem Unsterblichen gemacht, im 25er Nax? Da warst du mit dem Parler mit, meine Wenigkeit mit dem Druiden, ja. Und dann haben wir das zu zweit gemacht, weil sich keine Sau getraut hat mit dem Laufen. Hat zwar Ewigkeiten gedauert, aber es hat ja auch geklappt. Also gibt der mir jetzt den Zauberstab? Ich meine, ist ja nett von ihm, aber wenn ich den anlege, habe ich da auch nichts von. Wahrscheinlich wollte er dir damit sagen, na, wenn du schon nicht heilst, kannst du wenigstens versuchen, Schaden zu machen. So nach dem Motto, ja. Weißt du, so diese dezenten Winke mit dem Zaunpfahl. Oder so. Aber ich heile doch. Also den Priester, den Hunter und dich habe ich ja schon mal geheilt. Ich freue mich ja schon auf den letzten Bosskampf, wie er das dann machen will, weil wenn er ja dann den Zorn anstellt, kriege ich die Viecher ja nun nicht unbedingt wirklich geil von ihm weg. Pff, lass behalten. Oh, ein GM möchte sich mit mir unterhalten. Ein GM möchte sich mit dir unterhalten? Ja. Hast du ein Ticket geschrieben? Oder? Ja. Ich habe gestern ein Ticket eröffnet, weil ich mich mal darüber lativ beschwert habe, dass es ja mittlerweile, wenn du den LFR benutzt oder so, dass du mitten in angefangene IDs geportet wirst. Weißt du, früher war das Spiel wenigstens noch anständig und hat mich gefragt, ob ich das möchte. Nee, heute wirst du einfach direkt. Heute stehst du einfach drinnen. Und ich sag mal, ich will ja da rein wegen den Legendary-Umhang. Und von daher will ich da jeden Boss mitnehmen und nicht erst den letzten, zumal mir selber immer durch den Kopf geht, wenn beim letzten Boss Urs plötzlich Heiler oder ähnliches fehlen, woran liegt das? Tja. Deswegen habe ich gestern dann aus Frust und Langeweile ein Ticket bei Blizzard eröffnet. Hast du Herrn Blizzard geschrieben, ne? Ja. Weil vielleicht ist es auch nur eine Einstellungsfrage, ich weiß es ja nicht. Also dachte ich mir, schreibe ich den Support einfach mal an. Ist ja nicht verkehrt. Es könnte ja sein, dass das mittlerweile irgendwo einstellbar wäre. Das könnte man ja auch machen. Ach, wir haben schon angesprochen. Ich habe noch nicht mal meine Quest abgegeben. Wollte gerade sagen, das heißt, diese Quest können wir nicht annehmen, weil er schon läuft. Da brauchst du nichts schreiben, das hat keinen Sinn. Nein, ich schreibe mit dem GM. Och, das hat keinen Sinn. Nein, weil er mir gerade mehr oder minder das Typische gesagt hat, dass das für kleine Kinder so geändert wurde mit Absicht. Tja, ich hätte jetzt noch gerne die Folgequest hier angenommen, aber gut. Der hat das sehr eilig, der Parler. Klacker, 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 klacker. Also wie man hört, der Gredel, der wollte mal Sekretärin werden. Naja. Dann müsste ich ja ständig meinen Monitor runterschmeißen, wenn die Zeile voll ist, weißt du? Ja, ein bisschen mit Tippex drauf rummalen. So, damit ihr mal sehen könnt, wie man so einen Kundensupport hier
macht. Jetzt exklusiv beim Geregel. Wie nehme ich Kontakt mit dem Blizzard-Kundenservice auf? Ja, das Schöne daran ist, können die Leute gleich mal wieder Englisch üben, weil bei mir steht es auf Englisch da. Wobei ich das immer sehr, sehr lustig finde. Ich habe ja eigentlich einen deutschen Client mal runtergeladen, aber das hier steht generell auf Englisch. Tja. Wer weiß, wer weiß. So, wird der Fall auch erledigt. Ich hab gleich mal was vergessen gehabt, hier anzukreuzen. So. Hat dir das gefallen? Ja, nein, vielleicht. Nö. Das hier hat mir nicht wirklich gefallen. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Nee, das war ein bisschen anstrengend. Ja, wie gesagt, eigentlich hätte es jetzt hierfür noch eine Quest gegeben, aber... Es ist vieles, deswegen hätte ich mich, also sonst hätte ich mich ja auch nicht mit den Blizzard-Mitarbeitern unterhalten. Schließlich wollen wir ja eigentlich den Leuten was präsentieren, aber... was soll ich den Leuten zeigen, wenn ich nichts zu tun habe? Das war jetzt schlicht und ergreifend total langweilig, das war einfach nur hinterherlatschen. Also es tut uns auch leid, ja, liebe Zuschauer, dass wir euch da nichts Besseres zeigen konnten. Ihr habt ja selber gesehen, was da los war. Übrigens ist hier irgendwo ein Rahmob. Ich finde den bloß gerade nicht. Ach, da. Hoppla. Jetzt rutsche ich hier noch runter. Das war ein Rahmob. Übrigens, wer sich gerade gewundert hat, was für ein Addon da ausgeschlagen ist, das war NPC-Skin. Ja. Korrekt. Eigentlich könnten wir uns sogar überlegen, ob wir nicht langsam mal sich ans Eschental gehen wollen, weil... lass uns mal hier den Spaß noch fertig machen bis 20, dann gehen wir nach Orgrimmar wegen Reiten lernen und dann holen wir hier auf Befehl des Kriegshäuptlings. Weil hier werden wir ja nur auch langsam aber sicher ein wenig... Wie gesagt, wir machen das jetzt hier noch soweit fertig und dann geht's mit 20, sind wir ja gleich, Richtung Orgrimmar. Ajo, das klingt nach einem Plan. Aber siehst du, da hat man es mal wieder, ne? Dann ist man hier mal so fröhlich am Spielen und am Aufnehmen und dann kommt gleich wieder alles mit einmal. Telefon bimmelt. Der Blizzard-Mitarbeiter möchte was. Das war echt anstrengend hier. Ja, irgendwann ist hier immer, ne? Heiler versucht sich hier auch als Singleplayer. Naja, wenn du da die Pilzkulturen schon machst und sowas, dann kann ich doch was anderes nebenbei machen. Ja, das geht schon. Wenigstens habe ich ein neues Schildchen bekommen. Ich habe immerhin etwas. Das ist doch viel wert. Jo. Wollen wir hier noch die Zentauren-Quests machen? Ja, wir können sie erstmal annehmen und mitnehmen. Und stand doch hier eigentlich nochmal ein Typ, mit dem man da auf dem Hügel rauf musste. War mir nicht so? Waren wir doch schon. War doch auf der anderen Seite. Hier musst Nein. du uns, glaube ich, nicht. Nee, hier. Doch, doch, hier war auch einer. Guck mal. Nee, da rennt doch einer. Ach, da ist er doch. Ah. Mit dem läufst du nämlich jetzt hier auf den kleinen Hügelchen drauf und musst den ja verteidigen. Hast du die Quest? Naja. In diesem Falle wurde sie automatisch vom System geteilt. Toll, jetzt habe ich jedes Mal in diesen ollen Rucksack da von den Indies, habe ich jedes Mal einen Indie-Tempo-Ausdauer-Umhang drin.
Jedes Mal der gleiche. Da freut man sich doch, oder? Ja, logisch. Ich hab was bekommen, was du gebrauchen hättest können. Ein Gürtel mit Ausdauer. Ja, das wäre natürlich schon nice gewesen. Können wir uns ja sonst nachher schon mal eine ICC-Gruppe oder sowas suchen, dass wir dann schon mal die Rüstung für Level 80 vollkriegen. 25er Hardmode, Untergrenze der Verhandlungsbasis. Ach, was du nicht immer alles willst. Ja, komm, ich habe wenigstens klein gestapelt, indem ich nur die Nordend Raid jetzt genannt habe und nicht irgendwie ein Cutter oder sowas. Ja. Ja, wir können ja auch bescheidener bleiben und fangen erstmal mit Molten Core an oder so. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, erstmal klein und bescheiden anzufangen. Klein und bescheiden. Klein und bescheiden ist am Popo. Wir müssen noch die geheimen Dokumente machen. Das wird sonst, glaube ich, doch ein bisschen knapp mit 20 werden. Das durfte nicht so ganz reichen. Naja, machen wir das noch mit. Ist ja nicht das Problem. Ansonsten könnten wir noch Echiaki beschwören. Machen wir dann auch gleich noch. Jo, den hatte ich sonst auch noch mit geplant. Schnell holen. Und dann hole ich mir die da. Dass das wieder nicht in der Gruppe zählt, ist natürlich wieder doof. Das ist bei solchen Sammelquests ein bisschen lästig. Ja. Ich sag mal, sowas wie die Pilzkulturen oder so zählten ja auch für beide. Ach ja, können wir sonst hier mal hochgehen? Ich hab den Schlüssel hier für die Kolkarbeute. Ja, so einen Schlüssel habe ich auch. Können wir doch hier immer die Truhe holen. Stürmt er wieder vor, das ist echt sagenhaft. War ja eh nichts für dich drin. Das weißt du ja nicht. Vielleicht wäre ja für mich was anderes drin gewesen. Man kann natürlich nur gucken, ob man ihn zweimal so hintereinander öffnen kann. Ja, kann man. Sehr schön. Siehst du einen Beweglichkeitsumhang? Jetzt kann ich mich wenigstens bewegen. Hier rechts. Du brauchst ihn nicht bewegen. Das macht bei dir doch echt keinen Sinn. Stimmt, wenn wir wieder so einen hammergeilen Tankpartner dabei haben, dann brauche ich mich nicht bewegen. Ich musste bloß immer darauf achten, dass ich auch wirklich alles geplündert kriege. Ja, das war auch meine größte Sorge. Das Wichtigste von allem. Wir hasten jetzt Zweier, ne? Zweier. Die Dinger, die lagen auch immer bescheiden schön hier rum, ey. Ja, wir könnten höchstens hier auf den Respawn von dem Mist warten. Ach, weißt du was? Lass die aus. Gehen wir noch den Schalke da beschwören und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo was finden. Boah. Fehlen hier noch. Ja, knappe 6.000. Zum ganz großen Notfall gehen wir schnell, müssten wir, glaube ich, die Nachfolgequest kriegen, dass wir nach Ratchet geschickt werden. Dann gehen wir da schnell eh mal hin, machen die Laufquests und so ein Kram und dann dürfte es auch reichen. Naja. Das wird schon, das wird schon. Und dann jetzt ab nach OG. Erstmal reiten lernen. Und dann muss ich mir erstmal ein Reittier von den Unmengen, die ich habe, raussuchen.
nimmt man hier irgendein seltenes, was weiß ich, ein rosa Pissvogel von den Blutelfen oder so, also ein Reittier, was fast keine Sau hat. Ja. Ich meine, das Einzige, was cool ist an den Pissvögeln, ist ja hier gerade auf dem weißen Falkenschreiter oder sowas aus der Terrasse. Ein Tauge da drauf, das sieht so hammer aus, das ist so übel. Krieg ich ja schon ein bisschen Mitleid mit dem Vogel. Ja. Kann ich hier schon mal Aktionsleisten weitere einfügen. So. Das habe ich schon. Nee, ich noch nicht. Kann ich hier eigentlich schon die Reittiere sonst notfalls reinziehen, die ich haben will? Eigentlich müsste das schon gehen, aber... Ach, da nee, kann ich doch... Nicht. Da kann ich doch sonst jetzt mein neu gefundenes reinziehen. Hier steht immer drin, hier erfüllt nicht die Bedingungen. Na, dann machen wir das gleich. Weil dann kann ich doch den, nicht zu ungut, aber dein Vogel brennt, reinnehmen. Da kann sich wenigstens die Leute, die am Samstag mit dabei waren, wo ich den bekommen habe, nicht beschweren, dass ich den nicht benutze. So, gehen wir zu Echinier, Dings da. Jojo, ja. Dachte ich mir zumindest so. Irgendwo hatte ich doch gerade neue Armschienen bekommen da. Bisschen muss ich ja. Das ist auch schon wieder cool. Also, das mit der Pilzkultur, das hat gezählt. Aber abgeben kann ich die Quest nicht. Hä? Hey. Ja, als du da dran rumgekaspert war, dann leuchtete es auf. Ja? Pilzkultur gepflanzt, bla bla bla. Aber abgeben kann ich die Quest nicht hier. Naja, gucken wir gleich mal. Jetzt gehen wir da nochmal kurz zurück. Wie viel fehlt dir jetzt noch? Ungefähr 3. Ungefähr 3. Na, 1,3 gibt's jetzt für den Löwen und 1,4 gibt's für den anderen. Für die Forschungsergebnisse. Ein Ratchet. So. Ja, du hast aber nur eine Quest mehr. Siehst du, du bist von den Punkte weiter. Achso. Ja, nee, ich rechne jetzt mit den 3, die du hast. Oder hast du hier die Zauberpilze, ah ja, stimmt, das ist die Nachfolge. Naja, gut, dann gehen wir da nochmal zurück, ist ja nicht so wild. Können wir den Leuten hier gleich mal ein bisschen Brachland zeigen? Ja, hier, schicker Grasheim. Hier noch einer. Ja, schick. Ihr habt ja eine wöchentliche Daily, wo man hier Fleisch und Holz und Steine und hast nicht gesehen, tralala, sammeln konnte, musste, sollte, durfte. Hab ich nie gemacht. Auch mit dem DK hab ich's immer gemacht, weil. Mit dem DK ging das verdammt schnell. Zu dem Zeitpunkt, als hier die Quests waren, habe ich doch meine Menopause gemacht. Da hatte ich doch WoW nicht gespielt. Das macht ja nichts. Ich sah ja nur, dass ich hier mit dem DK eigentlich ganz gerne war. Mit dem anderen Char nicht, aber mit dem DK war das eigentlich ganz lustig. Da ging das halt ziemlich schnell. Oh ja. Das hier nicht irgendwo zum Beschwören. Ach da. Töre. Hilfe, Aua, Hilfe. Heiler ziehen wieder Pauschal-Aggro. Hier, ich hab doch Töre gemacht. Wo bleibt der olle Tiger? Ja, dauert doch einen Moment. Ja, ist verpackt, lass uns weggehen. Guck mal, so lange dauert es ist nicht. Die Abklingzeit vom Horn ist gleich wieder erreicht. Hm. Dann noch. Da kommt er. Ah, da. Jetzt haben wir nochmal Türe gemacht. Hm. So. Dann lass mal gehen, bevor der nächste kommt. Hier, wir können sonst auch hier gerade zugehen. Glaube ich etwas kürzer. Oh, so ein ganz kleines bisschen vielleicht.
Paar immer Beute. Bring alle die Kohle. Natürlich. Wird alles natürlich mitgenommen. Da bin ich zu gierig. Ja gut, deswegen hatte man ja auch im Gegensatz zu vielen anderen Leuten noch nie Geldprobleme in diesem Spiel. Weil ich lasse sowas auch nie liegen. Ich brauchte noch nie irgendwo rumheulen, dass ich kein Geld fürs Reparieren oder sowas habe. Nee, ich meine gut, hier in dem kleinen Level, da lohnt sich der Loot nicht wirklich. Ja, da sind es ja wirklich nur Kupferbeträge. Ja, das Problem ist, wenn du es hier vergisst, vergisst es irgendwann auch später. Also nehme ich es immer pauschal mit. Außerdem habe ich Automatikplündern drin. Das eine Klicken da, das ist ja nun nicht unbedingt anstrengend. Ja, das ist schon richtig. Aber hier in dem kleinen Level lohnt es sich ja grundsätzlich gesehen nicht so, weil hier gibt es ja nur Kupferbeträge. Aber nachher so ab 80, 85, da gibt es nachher schon Items, die bringen ja richtig dick Gold. Also wenn man da mal ein paar Dailies macht, plus das Gelute da, also... Ach naja, wobei ich auch sagen muss, auch das Kleinkram, also... Ich sag mal, irgendwie hat man ja früher sein Reiten auch zusammenbekommen, also von daher ganz so klein ist das Reiten nicht. Hier das Raptornest hast du doch sonst auch gekriegt, ne? Das habe ich auch gekriegt, ja. Ja, dann lass uns das machen, weil das wäre ja sonst auf dem Weg jetzt in Richtung der... Pilzkulturen, dann können wir da nochmal deine Pilze pflanzen und können das Raptorennest machen. Würde ich sonst so vorschlagen. Jo, und dann sind wir 20 und dann geht's ab nach Okrima. Ja, ich wäre gerne wieder 20. Oh cool, ich habe ja Willenskrafterhöhung. Endlich habe ich den Willen. Du hast den Willen. Na. Natürlich. Warte mal ab, bis ich die aufhaltbare Macht habe. Dann geht's erst recht ab. Du bist doch kein Paladin. Achso, stimmt. Ja, schade. Toll, dann kann ich die ja gar nicht tragen. Nein. Ich lösche meinen Char, ich fange den neuen an. Okay. Wobei noch ein Paler hochleveln macht ja auch keinen Sinn. Wir sind frei. Ich hab mich mal an das Level 1 Viechern getraut. Toll. Beim Anstürmen bin ich betäubt worden. Klasse. Ganz großes Kino. An das Level 1 Viech hast du dich rangetraut. Dann traust du dich wieder nicht an größere Tiere, ne? Nö. Nee, die tun mir ja weh. Och, hört auf zu schubsen hier. So, da haben wir schon mal eine Feder. Da haben wir doch schon die zweite. Sehr schön. Können wir ja schon mal in Richtung des ersten Nestes gehen. Also ich stelle immer wieder fest, dafür, dass ich ja eigentlich gar kein Levelfreund bin oder sowas, weiß ich doch unglaublich gut, wo die Quests zu machen sind. Das ist ja schrecklich. Tja, da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Hm. Warum du das alles so in der Form weißt? Hast du noch genug Federn in der Tasche? Ja, ich hab noch eine. So. Hast du auch alle oder fehlt dir dann jetzt? Nee, ist. Na, dann gehen wir jetzt die Pilzkulturen machen nochmal und dann gehen wir ab, dann sind wir auf jeden Fall 20. Auf jeden. Und dann wird's auch höchste Zeit, hier wegzukommen. Ja. Die sind ja hier nur doch schon ein wenig klein. Level her. Das ist erschreckend, wie schnell das mittlerweile geht. Ey, du schaffst es ja wirklich nicht mal mehr, die Gebiete wenigstens noch halbwegs kennenzulernen. Das ist ja schrecklich.
Ja, und man muss auch noch dabei ganz grausam sagen, wenn wir hier so jetzt momentan unterwegs sind, wir sind noch sehr lahm. Wir Naja. trödeln vergleichsweise. Tun wir ja auch, aber es ist trotzdem erschreckend. Also, wenn du so Spieler der alten Zeit bist, das ist doch Horror, was du hier mittlerweile erlebst. Ja, kein Wunder, warum keiner mehr seine Klasse kann. Nein, das hast du ja vorhin gesehen. Also jetzt jemand, der so jetzt mit dem Tank angefangen hat oder sonst was, hier mit so einem Krieger oder sonstiges, der hatte in der Ini eben gerade keine Chance, irgendetwas Effektives dazuzulernen oder was dazuzugewinnen oder sowas. Nee, und dann heulen sie nachher wieder rum, weil man keine Tanks findet. Aber Aber da ja, ist wir es ja, wollen wie uns ja gesagt, nicht immer das. nur aufregen. Nee, aber das ist halt das, was wir ja vorhin schon mal meinten. Da ist wieder der Nachteil. Jeder verlangt von dir ja, dass du deine Klasse spielen sollst. Aber keiner gibt dir mal die Chance oder die Gelegenheit, die Klasse überhaupt zu lernen. Weil es ist ja dann auch. In der Innis kommen sie mit der. Mit solchen Ausreden, naja, es ist ja nur eine Inni, was willst du denn hier lernen oder so? Ja, zack, 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 schnell durch. Und in den Raids fliegst du dann wieder raus, wenn du einen Fehler machst. Wieso habe ich denn hier eigentlich so einen komischen leuchtenden Splitter in der Tasche, womit ich nichts anfangen kann? Das war früher mal die Quest, konntest Ach, nach stimmt, oben in die ja. Höhle das Ja, WLAN ja, gehen und ja, so. ja, ja. Ich erinnere mich, stimmt, wo du danach die einzelnen Steine von den Schlangentypen noch haben musstest. Und so, aber heute war Blizzard vielleicht zu so anstrengend, das Ding rauszunehmen, keine Ahnung. Ja, gut, wahrscheinlich vergessen nicht, aber kann ja auch mal passieren. Man will ja nicht immer nur äußern, dass es ja zu faul waren oder dass sie sonst irgendwas gemacht haben, sondern man kann es ja auch einfach schlichtweg vergessen. Also man darf ja immer nicht vergessen, was weiß ich, alleine in der Höhle des Wehklangs, lass es da 10.000 Kommandos sein, die dort einprogrammiert wurden. Da kann es schon mal passieren, dass du irgendwo eine Zeile übersiehst, wo halt dieser eine Gegenstand mit drin ist als Drop. Ja, deswegen sage ich ja, wollen wir uns mal nicht so aufregen. Alter, lauf ich lang, da lang. Ach, wo laufen Sie denn? Ach, wo laufen Sie denn? Ach, ist der Rasen schön grün. Manchmal ja, manchmal auch nicht. Ist Level 3, die zählen nicht. Es macht nichts, ich wollte es ja bloß anstimmen. Außerdem 10 Level 3 Viecher auch, zum Teil. Weil die kleinen Eber zum Beispiel, die du vor Orgrimmar hast, die zählen auch alle und die sind auch Level 3. Deswegen mache ich die immer so gerne mit, wenn die Koch-Daily da ist, weißt du, mit den Eberrippchen. Oder Schweinebauch oder was auch immer. Die meisten zählen aber nicht. Zählen eigentlich nur die Level 1. Ja, es kommt auch drauf an, denke ich mal. Also, ach, naja, ist mir auch egal. Ich mach den Pauschal tot und dann ist gut. So. Da hat es beim SK auch geblinkt. Dann ab nach OJ. Nach OG Thrall. Oder nach Thralls OG. Sind wir schon da? Wie weit dauert's denn noch? Ich hab Durst. Mir tun die Füße weh. Ah ne, ich flieg ja. Ich hab eine Luftkrankheit. Also manchmal, ne? Ja. Also weinen kann der Junge, das ist der Wahnsinn. Ey komm, ich bin WoW geschädigt. Wenn du dir einmal den Slash 2 durchliest, so für eine Stunde oder so, dann hast du diese Macke, weil was dort die Leute den ganzen Tag rumheulen, wie anstrengend das Spiel ist und sowas alles. Da kriegst du so eine Macke. Und das Grausame ist, ich kann den Chat noch nicht mal ausschalten. Der ist ja schon so klein eingestellt wie möglich, aber ich kann den leider nicht ausschalten. Blizzard hier, falls ihr uns mal zuhört, das wäre eine tolle Verbesserung. Im Chat ausschalten.
so komplett aus, weil ich brauche das Ding nicht. Das wäre mal eine ganz tolle Einführung. Mensch, unsere Zeit ist ja auch schon wieder fast rum. Da sieht man mal eigentlich, wie schnell so eine Stunde vorbeigeht. Mittlerweile. Ja. Ja, und wie gesagt, wir sind ja vergleichsweise am Trödeln beim Leveln. Das würde, ja, das man könnte es ja noch viel schneller machen. Ja, das stimmt. Ich meine, jetzt, wir müssen doch mal gucken, dass wir sonst auch vielleicht ein bisschen mehr Inis machen. Ich weiß ja nicht, wir können ja sonst auch PvP, glaube ich, schon machen. Ne? Wir können ja sonst auch mal vielleicht nächste Woche eine Art kleines Special bringen und ein PvP-Match machen. Ja, sollten wir gucken, bis wir Richtung 30 so ein bisschen kommen. Ja, dass jetzt man da mit, nicht zu klein ist. Nee, jetzt mit 20 macht das keinen Sinn. Da stehen wir ja so weit unten in der Nahrungskette. So. Dann lassen wir mal runtergehen und hier zu Dingenskirchen. Ja, nichts für ungut, aber mein Vogel brennt. So, warte mal, Nordhübräuke auch noch. Ja, von dieser reichlichen Auswahl. Ich merke so als Druide, wo man ja so selten seine Reittiere benutzt, was man mal eigentlich für eine durstige Menge hat. Ich weiß bei der Hälfte noch nicht mal, wo ich die her habe. Nötig die Fähigkeit geübtes Reiten. Ich habe doch Reiten gelernt hier. Kann ich damit nicht tragen, ey. Oh, das ist der Wahnsinn. Es gibt hier auch noch Einschränkungen. Kann ich den tragen? Ja, den kann ich reiten. Dann nehme ich halt mein zweitliebstes Reittier. Was wäre denn dein liebstes Reittier? Der Spektralwolf. Und der ist auch geil, ja, das stimmt. Und an Nummer 2 kommt dann halt der Kriegswolf, der PvP-Kriegswolf. Na gut, also ich finde selber, persönlich habe ich jetzt nur den Spektralwolf, den ich da schick finde. Welchen ich noch recht nice finde, ist aber auch dieser Vernichter oder Verteidiger der Krokronen, den du der Skorpion da. Ja genau, den du als Gilde da kaufen kannst, den finde ich irgendwo auch geil. Zumindest, wenn du eine große Klasse hast. Also da eignet sich Taure oder ein Ork oder sowas schon besser. Als Goblin sieht er ein bisschen... Na, guck mal, habe ich Duro da gefunden. Ja. Der ist mir nachgelaufen. Darf ich ihn behalten? Von daher, also das sind so eigentlich die Dinger, die ich auch richtig schick finde. Oder natürlich meine Shopper. Hast du ja schon auf Befehl des Kriegshäuptlings angenommen? Ja, hab ich schon. War auch schon reparieren und hab schon verkauft. Wir könnten jetzt höchstens schon mal für nächste Woche direkt schon an den Hinterausgang rangehen, dass wir direkt starten können. Das, also die 2 Minuten haben wir dann immer noch Zeit, dann würde ich mich lieber im Gasthaus erstmal noch ausloggen und noch ein bisschen Erholung entsprechend mitnehmen. Na gut, das kriegst du ja auch hier, wenn du dich hier ausloggst. Ah ja, stimmt ja, das ist ja heutzutage... Es war auch damals schon so, in einer Hauptstadt hast du überall die Erholung. Ach, da hat man sich mal aus Prinzip im Gasthaus ausgelockt. Ja, das stimmt allerdings. Ich hatte auch damals mal das Gefühl, komm, dann gehen wir mal schon mal nach da hinten. Es kann nur ein Gefühl gewesen sein, aber ich hatte damals auch mal das Gefühl, wenn du dich in der Hauptstadt in einem Gasthaus ausgelockt hast, hast du ein bisschen mehr Erholung bekommen, als wenn du so dich ausgelockt hast. Ja, vom Grundgedanken her fand ich das auch immer sehr ähnlich, aber naja. Ja, wahrscheinlich war das mehr ein Wunschdenken als alles andere. Achso, warte mal, Post verschicken. Ach nee, das können wir auch auf dem Hintereingang machen, da steht ja auch ein Briefkasten. Muss ja nicht jeder meine ultra geheimen Chars sehen. Ja, Reload von der UI hier. Blödes Add-on. Ach, allgemein, weil du vorhin ja Add-on angesprochen hast, das könnte man mal allgemein erklären. Also für den Fall der Fälle, dass sich einige fragen, was man hat. Ich selber benutze für mein Tascheninterface Backnon als Add-on und dann halt für Ramovs NPC Scan bzw. NPC Overlay.
Naja, diese beiden nutze ich auch. Also das Overlay ist das, was einen diese, wenn man hier so auf den Karten mal guckt, diese farblichen Punkte darstellt. Also da könnt ihr sehen, wo dieser Ramob sich aufhalten könnte. Das sind die einzelnen Spawnpunkte. Und das NPC-Scan wäre dann halt, dass das aufblinkt mit dem Namen, habt ihr ja vorhin einmal kurz gesehen. Worüber ich auch gleich anvisieren kann, wo der Gegner steht. Und ja, das macht halt das NPC-Scan des Becknon selber. Das macht halt eine aus mehreren Taschen eine, macht dann auch dementsprechend in der Gildenbank, kann man sich das umstellen lassen, dass man dann halt die Gildenbank als eine sieht. Und ähnliches. Das sind so die, die ich hier auf jeden Fall dabei habe. Später werdet ihr dann noch weitere sehen, wie zum Beispiel ja, X-Pearl oder Big Mix als Raid-Add-ons. Aber das kommt dann halt später. Unten links sehen wir Recount. Ich glaube, das kennt wohl jeder. Und Healbot hätte ich auch noch, aber das macht als Krieger meistens nicht viel Sinn. Wofür es noch ganz sinnvoll ist, das Healbot, weil ich selber habe es ja auch drauf. Hier, teilweise hat man es ja vorhin schon gesehen, wenn ich es benutzt habe zum Heilen, ist halt als Raid Frame. Dafür habe ich halt selber nochmal X-Pearl drauf. Was mir selber, also ich habe es nur drauf gemacht, weil ich dann selber die Übersicht auf beiden Seiten habe, weil du hast ja Healbot meistens nicht in der Mitte des Bildschirms, sondern leicht rechts und so habe ich links auch nochmal eine Gruppenanzeige. Gerade als Druide, wenn du mal schnell suchen musst, wegen irgendjemanden wieder aufstellen mit einem Battle Rats, ist das dann schon nicht verkehrt, wenn du auf beiden Seiten eine kleine Übersicht hast. Jeder wie er es gerne mag. Also ich nutze da so natürlich in der Form Healbot als Great Frame. Und alles und naja. Ich selber habe ja noch Bartender 4 mit drauf, um mir die Leisten halt anders hinzuschieben. Das nutze ich ja selber nicht. Dafür habe ich ja kein X-Pearl weiter. Ja. Meine Koordinaten lasse ich mir über Mapcord anzeigen. Ach ja, siehst du, das habe ich ja auch noch hier oben die Leiste mit Koordinaten. Das ist Titan-Panel. Ja, ich selber habe dafür halt Mapcord, wo du dann halt auf der Weltkarte beziehungsweise unter der Karte, unter der Minimap, die Koordinaten anzeigen lassen kannst. Und wer da jetzt ganz viel Bock drauf hat, der könnte jetzt in einem Raid oder in einer Ini sich auch noch die Koordinaten von jedem einzelnen Spieler anzeigen lassen. Aber das ist unnötige Spielerei, die habe ich selber nicht aktiv. Ja, das ist wie bei vielen, ich sag mal, X-Pearl selber zum Beispiel habe ich auch noch drin, weil du ja bei den Lebensbalken zum Beispiel hast du ja gleichzeitig die Prozent und die Zahlenanzeige. Also je nachdem, mit wem du ja spielst, das weißt du ja selber, wir haben ja zum Beispiel einen, der solche Add-ons nicht benutzt, der hat ja nur die normalen Zahlen. Und wenn du dann doch mal die Absprache machen musst wegen Damage-Stop oder sowas, kannst du so jederzeit noch umrechnen. Oder hast halt eine bessere Anzeige für. Das auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das soll jetzt erstmal gewesen sein. Die meisten Add-ons wird man ja im Laufe des Spiels nochmal besser kennenlernen können. Und dann ist natürlich auch hier. Guck mal ganz kurz rechts von dir. Das ist auch ein sehr, sehr guter Guildname, muss ich sagen. Geh weg, ich drop nix. Ja. Das ist auch ein schöner Guildname, muss man sagen. Fetzt. Aber. Jetzt hören wir auf mit dem Gelaber, jetzt ist Schluss. Wir sagen Tschüss und Bye-bye. Auf Wiedersehen, Tschüss.